Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Im Folgenden möchte ich euch verraten, weshalb Square Enix mit Trials of Mana ein überzeugendes Remake des gleichnamigen SNES-Klassikers abliefert und Fans nicht mehr so vor den Kopf stößt, wie diese es beim Vorgänger oft empfunden haben. Bit by bit, the ice and cold began to encroach on the castle. Der offensichtlichste Unterschied zwischen dem Remake von Trials of Mana und dem SNES-Original besteht in der veränderten Perspektive. Habt ihr im RPG-Klassiker von 1995 noch so ziemlich alles aus der ISO-Perspektive heraus erlebt, ersetzt Square Enix diese durch eine echte 3D-Kulisse mit fast immer frei dreh- und schwenkbarer Kamera. Das gilt sogar auch innerhalb der Kämpfe, die zwar beim Einsatz des Kreismenüs für Zauber und Items pausiert werden, aber sonst wie gehabt in Echtzeit stattfinden. Das verhindert nicht immer, dass im Kampf die Übersicht zwischenzeitlich mal flöten gehen kann. Probleme ergeben sich daraus aber nur selten bei einzelnen Bossgegnern. Lassen die etwa wie ein verfluchtes Tor Fallen am Boden entstehen, laufe ich doch häufiger in sie hinein, als mir lieb ist. Während sonst auch bei den meisten Bossen hier und dort mal die Einnahme eines Heilmittels ausreicht, um am Ende siegreich zu sein, arten manche Kämpfe förmlich ins Durchhallen aus. Das hat auch etwas mit der Mitstreiter-KI zu tun, die jeweils die beiden anderen, gerade nicht selbst kontrollierten Helden übernimmt. Feindlichen Angriffen weichen sie unterschiedlich effektiv aus und kassieren Treffer, die ich selbst in dieser Häufigkeit nicht zulassen würde. Das Problem dabei ist, dass manche Bossgegner übertrieben mächtige Attacken zünden, die innerhalb von Sekunden die gesamte Trefferpunktleiste leeren können. In diesen nur vereinzelt vorfindbaren Kämpfen passt die Balance dann nicht so ganz, da umgekehrt eben selbst die meisten Bosse locker besiegt werden können. Zumeist müsst ihr euch mit solchen Phänomenen aber nicht rumplagen, weist ihr den Quickslots Heilmittel wie Bonbons oder Schokolade zu, werden diese sogar automatisch dem Helden verabreicht, der sie gerade am nötigsten hat. Es gibt Möglichkeiten, das KI-Verhalten jedes Recken anzupassen, sie aggressiver oder passiver agieren zu lassen. Je mehr Fähigkeiten die Helden aber bereits erworben haben, umso aktiver setzen sie diese auch manuell im Kampf ein. Die Charaktere verbessert ihr vornehmlich durch Stufenaufstiege und bessere Ausrüstung, die ihr teils in der Spielwelt finden könnt, zumeist aber mit der Ingame-Währung Lucre bei Händlern erwerbt. Bei jedem Stufenaufstieg winkt ein Charakterpunkt, die ihr in die Stärke, Glück, Intelligenz und drei weitere Werte investiert. Dadurch erhöht ihr aber nicht nur die Werte selbst, sondern erhaltet auch Zugriff auf Fähigkeiten, von denen ihr zunächst maximal 2, nach den später möglichen Klassenwechseln bis zu 6 pro Charakter auf einmal ausrüstet. Manche davon gelten individuell für den Charakter, andere für die gesamte Gruppe. Zudem hängen von der Anzahl der investierten Punkte später auch aktive Fähigkeiten wie Elementarzauber ab. Einsetzen könnt ihr Feuerzauber oder Dunkelmagie allerdings erst, wenn ihr den jeweiligen Schutzgeist der Mana-Steine befreit habt. Eure Möglichkeiten im Kampf erweitern sich also stetig und quasi bis zum Ende des Abenteuers. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr in den ersten paar Stunden nur ein vergleichsweise geringes Entwicklungspotenzial habt. Neu mit dem Remake hinzu kommt Sprachausgabe wahlweise auf Japanisch oder Englisch. Hierzulande gibt es eine gelungene deutsche Textübersetzung. Für den Test gespielt habe ich zwar überwiegend auf Englisch, die japanischen Sprecher aber klingen insgesamt etwas natürlicher. Auch das englische Voice-Over ist aber gelungen. Schade ist, dass nicht storyrelevante Dialoge meist nicht vertont sind, da hätte man auch konsequent wirklich alles einsprechen lassen können. Dafür jedoch gefällt mir der neu eingespielte Soundtrack gut, wobei ihr auf Wunsch auf die klassischen MIDI-Varianten umschaltet. In den Cutscenes übrigens könnte die Mimik der Charaktere manchmal etwas ausgeprägter sein. Abseits dessen ist an den Animationen aber nichts auszusetzen. Sprünge, Ausweichrollen, Hiebe mit Schwert, Lanze oder Zauberstab, das alles sieht gut aus und passt ziemlich gut zum weit weniger bonbonfarbenen Stil als dem im Remake zum Vorgänger. Kritik am Comic-Stil könnten Fans dennoch finden, da Square Enix beim Design der Gegner doch einiges aus dem Remake von Secret of Mana übernommen hat. Am Ablauf des Abenteuers ändert sich trotz des ausgeprägteren Hangs zum Storytelling und der 3D-Grafik im Kern wenig.
Ihr müsst also das Sterben des Mana-Baums verhindern und dafür die Macht der 8 Mana-Steine erlangen. Der anfangs gewählte Hauptcharakter beeinflusst Details des Verlaufs, der euch relativ linear durch die thematisch und klimatisch besonderen Gebiete führt. Die Vorgeschichte der beiden von euch gewählten Sidekicks dürft ihr bei der ersten Begegnung als spielbare Rückblende angehen. Obgleich der Verlauf der Handlung insgesamt sehr linear angelegt ist, habt ihr später aber immer wieder die Möglichkeit, unter mehreren parallel verfügbaren Zielen auszuwählen, also etwa die mächtigen Benevodons, die den Steinen innewohnen, in unterschiedlicher Reihenfolge anzugehen. Zudem ist es meist ohne Einschränkungen möglich, zu bereits besuchten Schauplätzen zurückzukehren. Das ist vor allem für Komplettierer wichtig, die womöglich noch nicht sämtliche Beutetruhen entdeckt haben oder die noch verbliebenen Verstecke vom Kaktusfratz finden möchten. Je häufiger ihr ihn findet, umso dickere Belohnungen gibt es, wie einen Rabatt bei den Händlern. Während eurer Reise könnt ihr euch zunächst nur mit Van Boyars Kanone zu bestimmten Orten schießen lassen. Später reist ihr aber natürlich auch auf dem Rücken einer Riesenschildkröte frei über das Meer oder steuert auf einem Drachen Zielpunkte aus der Luft an. Gedanken, mal nicht weiter zu wissen, was als nächstes zu tun ist, müsst ihr euch im Spiel aber eh keine machen. Der Hauptstory folgt ihr komfortabel per Marker, habt in den Gebieten aber dennoch mehr als ausreichend Möglichkeiten, optionale Bereiche der Maps zu erkunden. Ein Checkpoint-System speichert regelmäßig automatisch. Ihr könnt aber natürlich beliebig oft an Mana-Statuen manuell speichern. Auch im Kleinen wächst der Komfort. So seht ihr bei Ausrüstungsteilen schon vor dem Kauf beim Händler, was welche Helden tragen können und wie sich Werte verbessern. Auch bei den Schwierigkeitsgraden ist für jeden was dabei. 4 Stufen von Anfänger bis Schwer sind im Angebot. Zwischen denen könnt ihr notfalls auch während eines laufenden Spiels wechseln, falls ihr euch doch einmal an einem der Kämpfe die Zähne ausbeißen solltet oder euch eben unterfordert fühlt. Letzteres wird euch in den ersten Stunden aber generell so ergehen, da hätte Trials of Mana sicherlich nicht ganz so sehr zum Selbstläufer werden müssen. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Während Square Enix bei der Neuauflage von Secret of Mana viele Fans enttäuschte, beweisen die Japaner mit Trials of Mana, dass sie es viel besser können. Mit neuer Perspektive und vielen anderen Modernisierungen ist das genau das, was ich unter einem echten und vor allem unter einem guten Remake verstehe. Aber vor allem funktioniert eben alles so, wie es sein muss. Zum einen gelingt es, den Charme der Vorlage beizubehalten und deren Wert mit Sprachausgabe, neuer Musik und einer Menge ansprechend inszenierter Zwischensequenzen enorm aufzuwerten. Zum anderen profitieren gerade die Kämpfe von der neuen Perspektive, die sich nicht nur erheblich griffiger anfühlen, sondern mit ihrer wesentlich höheren Dynamik bei jeder Auseinandersetzung Spaß machen. Kleinigkeiten bei der Spielbalance hätten die Entwickler dabei sicherlich konsequenter angehen können. Und bei der technischen Umsetzung wäre bei den teils ziemlich matschigen Umgebungstexturen oder den unnötig langen Ladezeiten wohl auch mehr drin gewesen. Aber das sind Macken, die mich bei der ansonsten so liebevoll und detaillierten Umsetzung nicht nachhaltig stören. Für mich ist Trials of Mana jedenfalls ein überaus gelungenes Remake. Ich würde sogar so weit gehen, dass Square Enix das Kunststück beinahe genauso gut gelingt wie bei Final Fantasy, der Vertrautheit des Originals eine zeitgemäße Gestalt zu geben. Meine persönliche Wertung lautet 8,5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Details zum Spiel findet ihr auf gamersglobal.de. Falls ihr uns auf YouTube zuschaut, hinterlasst uns sehr gerne ein Like und ein Abo unseres Kanals.